gemeint, ja, das passt also da rein. Genau. Das kann man doch mal viel machen. Ich weiß nicht, wie oft, also relativ häufig habe ich angeschaut. Und
Insofern ist es auch ein Zeichen der Zeit, wie das ist. Damals habe ich die vage Behauptung oder die Behauptung aufgestellt, dass wir auf einen Umbruchpunkt zusteuern, einen Tipping Point, an dem Elektromobilität in einigen Bereichen günstiger wird als Verbrennungsmobilität. Und ich habe damals das Jahr 2016 genannt. Wir werden gleich mal schauen, wie gut diese Prognose war und wo wir in diesen Dingen stehen. Aber ich glaube, wir leben in unglaublich spannenden Zeiten. If a trend becomes obvious, you're too late. Wenn ein Trend erstmal offensichtlich wird, dann bist du zu spät. Hat jemand in Kalifornien gesagt, namens Elon Musk, der auf verschiedenen Gebieten genau das getan hat. Er hat gesagt, okay, ich gucke mir die Welt an und sage, ja, das sind einige Sachen, die ganz gut funktionieren, aber da gibt es einen Umbruch, da gibt es eine Möglichkeit, Dinge anders zu machen, besser zu machen, wenn man radikal und neu denken kann. Und das Problem von herkömmlichen Industrien oder von den großen Industrien ist meistens, dass sie Trends zu spät erkennen. Man wartet so lange, bis das alle kapiert haben, und wenn man dann anfängt, diesen Trend hinterherzulaufen in unserer schnelllebigen Zeit, dann hat man in der Regel gar keine Chance. Worüber wir heute sprechen oder warum wir heute hier zusammen sind und über Elektromobilität sprechen und über die Zukunft, glaube ich, hat einen größeren Zusammenhang. Denn es geht um noch mehr als nur elektrische Mobilität. Es geht darum, wie wir in Zukunft mit Energie umgehen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen und inwieweit wir in 10 oder 20 Jahren unseren Kindern noch gegenübertreten können und ernsthaft sagen können, wir haben wirklich das nicht gewusst, was wir hier anrichten. Und wie schnell sich die Welt verändern kann, das sehen wir im Moment an den Ereignissen, die wir gesehen haben. Es war vor genau 2 Wochen, nee, noch nicht mal vor 2 Wochen, sondern vor 2 Wochen minus einer Stunde genau, wenn es jetzt 18 Uhr ist, da kündigte die EPA in Amerika, also die Environmental Protection Agency, ein Department des Departments of Energy und Umwelt in den USA, eine Pressekonferenz an, in der sie sagte, this involves a major automaker. Und alle fragten sich, ja, was war das? Und um 17 Uhr, vor genau 19 Uhr europäischer Zeit, vor 14 Tagen, erklärten sie, dass sie den Verdacht haben, dass Volkswagen ein Gerät einsetzt, das den Clean Diesel, den sie seit ungefähr 7 Jahren versuchen in Amerika zu pushen, wo doch nicht so clean ist, wie er auf der Rolle oder auf dem Prüfstand zu sein scheint. Sowas kann natürlich ein Wake-up-Call sein. Und das, was mit Volkswagen derzeit passiert, ich werde es jetzt nicht in der Tiefe kommentieren, aber Sie alle lesen ja auch die Zeitung, das ist schon ein ganz schön heftiger Wake-up-Call. Das ist wohl eher so eine Ice-Bucket-Challenge, wo man von hinten dann völlig überraschend das merkt. Denn wenn Ihnen vor 2 Wochen noch jemand gesagt hätte, dass Volkswagen gegebenenfalls zahlungsunfähig wird oder also diesen Verpflichtungen, die jetzt dadurch durch dieses Dilemma, was sie mit dem Diesel hatten, auf sie zukommt, tatsächlich sogar pleite geben könnte, dann hätten sie noch vor 2 Wochen gesagt, Moment mal, wir reden von VW, wir reden von Volkswagen, oder? Also eine der Blue Chips, eine der sicheren Geschichten. Was ist jetzt mit Volkswagen? Und ich versuche mich nur in die Rolle reinzuversetzen von dem Matthias Müller, dem neuen CEO, der jetzt von Porsche gekommen ist und diese Schlamasse aufräumen muss. Ich rede gar nicht davon, dass er jetzt das Problem lösen muss. Das Problem ist ja schon, dass es gestern gewesen ist. Das Kind ist im Boden gefallen. Winterkorn hat gleich am Tag später zugegeben, ja, wir haben geschummelt. Stimmt, ja, Entschuldigung. Also jetzt muss man sehen, wie kann man die Klagen begrenzen, wie kriegt man diese Klagen in irgendeiner Form hin. Und wir reden von Klagewellen, die kommen aus Australien, die kommen aus Europa, die kommen aus den USA. Es gibt Privatklagen, es gibt Klagen von Staaten oder Landkreisen, es gibt die Bundesklagen, es gibt die allgemeine Strafe, die EPA bezahlen muss. Das muss ja alles lösen, aber es geht vor einer viel größeren Entscheidung. Nämlich, ob man so weitermacht, wie man bisher weitergemacht hat und versucht, den Faden wieder aufzunehmen, um dann in irgendeiner Zeit wieder da zu sein, wo man heute war, oder ob man radikal neu denkt. Kleine Umschaltung. Vor einer Woche war ich noch in Silicon Valley und habe mit verschiedenen Freunden auch gesprochen. Einige haben mir davon berichtet, und das wurde dann auch in der New York Times und im Wall Street Journal berichtet,
dass dieses Gerücht, dass Apple im Moment massiv Ingenieure einwirbt, um an einem Projekt zu arbeiten, das intern das Projekt Titan genannt wird. Dafür steht jetzt in Cupertino entsteht auch ein neues Entwicklungszentrum mit Platz für über 1200 Ingenieure. Und ja, letzte Woche Montag in der New York Times haben mehrere Insider übereinstimmend berichtet, ja, es stimmt, Apple arbeitet an einem Fahrzeug, dem Apple iCar. Und höchstwahrscheinlich wird es 2019 vorgestellt werden oder sogar auf den Markt kommen. Jetzt folgende Geschichte. VW hat jetzt zwei Möglichkeiten, wie sie die Zukunft gestalten. Die Zukunft ist ein gestaltbarer Raum. Man kann entweder sagen, wir machen so weiter wie bisher und wenn wir uns richtig anstrengen, werden die Leute in 4 Jahren das Dieselgate vergessen haben und vielleicht mit ganz viel Marketing und mit ganz viel Aufwand werden wir es wieder hinkriegen, dass die Leute Vertrauen haben in den Dieselmotor, sodass wir 2019 in 200 Wochen, 2019 wieder einen Jetta Clean Diesel in Kalifornien verkaufen dürfen. Allerdings wird auf der gegenüberliegenden Straßenseite vielleicht ein Apple Store sein und da wird man das Apple iCar kaufen können. Die Frage ist, wird das Apple iCar einen Clean Diesel TDI Motor, also einen Verbrennungsmotor enthalten oder wird es elektrisch angetrieben sein? Und ich glaube, ich brauche in diesem Saal nicht zu erklären, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass Apple jetzt TDI Entwicklungen macht und versucht, auf einen Verbrenner zu gehen. Das heißt, die eigentliche Aufgabe ist im Moment nicht, den Skandal zu beherrschen in Wolfsburg. Und ja, das sind die Dinge, die man auf jeden Fall sowieso machen muss. Aber es ist eine Weichenstellung. Wie geht es weiter mit der elektrischen oder der individuellen Mobilität? Und es kommen noch ganz andere Dinge auf uns zu. Selbstfahrende Autos, Urban Pods. Ich werde darüber gleich noch ein bisschen berichten. Die Medien. Auf einmal mit diesem Tipping Point, was VW da gehabt. Wie war das noch? Vor weniger als 3 Wochen, also bevor dieser Skandal war, waren die meisten Medien sehr kritisch gegenüber Elektromobilität eingestellt. Also man musste sehr lange suchen, bis man einen Artikel gefunden hat, wo ein Redakteur tatsächlich in Schwärmen kam für Renault Zoe oder für i3 oder für Tesla Model S oder für irgendwelche Sachen. Auf der anderen Seite sahen sehr viele Redakteure, die also den Verbrenner huldigten und sagten, oh, ist ja ganz toll. Und fährt so wunderschön und hat so ein schönes Geräusch und braucht nur 8 Liter. Und interessant ist, dass mit diesem Skandal, mit dieser Geschichte jetzt im Moment die Medien kippen. Wir sehen also einen weiteren Kipppunkt, an dem etwas passiert ist. Lesen Sie die Süddeutsche von heute und Sie werden feststellen, meine Güte, die sagen, das ist das Ende des fossilen Antriebs. Das hätten die vor 4 Wochen vor 14 Tagen wahrscheinlich noch gar nicht richtig gesehen. Also selbst die Medien fangen an, die Existenz dieser über 110 Jahre alten Antriebsform jetzt langsam in Frage zu stellen. Und da kommen wir eben hin an die Frage, in wie vielen Wochen werden wir diesen Tipping Point tatsächlich sehen. Für diejenigen, die unsere Methodik noch nicht kennen, die wir Zukunftsforschung machen, das hat also relativ wenig mit Glaskugelleserei zu tun und wir sagen auch nicht häufig das Wort wir glauben oder wir meinen oder wir hoffen, sondern wir machen das auf einer Basis von relativ vielen Quellen und Daten. Das heißt, wir untersuchen im Jahr so ungefähr 15.000 Quellen. Das sind Patentschriften, das sind Congress Proceedings, das sind Fachartikel, das sind Studien, die wir entweder mit ausführen oder gestalten oder eben auch darauf lesen. Aber den größten Teil dessen, was wir über die Zukunft wissen, das erfahren wir von Menschen, die die Zukunft gestalten. Und das ist eigentlich immer noch die verlässlichste Methode, hinzufahren zu den Menschen, die Pioniere sind, die sich wagen, neu zu denken, die auch mal sagen, okay, ich stelle den Status quo in Frage. Ich möchte das herausfordern. Das sind eigentlich die Menschen, die sowohl die Menschheit als auch die Technologie voranbringen. Wenn man also mit solchen Leuten wie Herrn Musk oder mit Batterieforschern oder mit Mobilitätsexperten spricht, aber eben auch mit vielen von ihnen, die hier im Publikum sind, dann merkt man, in welche Richtung Zukunft im Gesamt gehen kann. Was wir suchen, sind Punkte in der Zukunft, an denen ein Umbruch stattfindet. Und wir nennen diese Umbruchpunkte gerne Tipping Points, weil wir gerne mit englischen Wörtern um uns schmeißen, dass Sie können selber entscheiden, nennen Sie das Tipping Points oder Umbruchpunkte. Ich finde Umbruchpunkte, klingt nicht ganz so schön.
Und Umbruchpunkte, die folgen einer gewissen Logik. In der gesamten Geschichte der Technologie kann man sehen, dass immer wenn eine neue Technologie in das Leben von Menschen trat, waren die Menschen A, vorher sehr skeptisch. Die neue Technologie war am Anfang noch recht unausgereift und sie war noch sehr teuer. So, und diese drei Hürden, die sind immer recht schwer. Wenn ein Innovator kommt und was Neues wagt, dann muss er in eine recht unausgereifte, also noch neue Technik investieren, die sehr viel Geld kostet und wo die meisten Leute erstmal den Kopf schütteln und sagen, warum machst du das? Übrigens, wenn man sich anschaut, als Westinghouse und Edison den elektrischen Strom und mehr oder weniger, also Sie wissen, dass diese großen Geschichten, wo man dann New York beleuchtet hat, wo der Eiffel Tower das erste Mal mit elektrischem Licht war oder in Regensburg im Schloss von Turner Taxis der erste Kronleuchter hing, der mit elektrischen Birnen an war, dann hat man gesagt, ja, es kann sein, dass der elektrische Strom so prominent wird oder so allgegenwärtig wird, dass jedes Haus elektrischen Strom drin hat. Und wissen Sie, was 98% aller Menschen gesagt haben? In mein Haus kommt kein elektrischer Strom, das ist ja so ein Teufelszeug, weil, also als sie sich dann gestritten haben, haben die auch gezeigt, da kann man also Elefanten töten und Wechselstrom und Gleichstrom gegen, haben sich extrem bekämpft und haben also versucht, den anderen möglichst recht darzustellen. Und das war eine Kraft, die konnte man nicht vertrauen, weil man konnte sie nicht sehen, man konnte sie nicht schmecken, man konnte sie nicht riechen. Und die meisten Leute haben gesagt, also so ein Teufelszeug kommt uns nicht ins Haus, niemals. Wir haben ja Petroleumlampen, wir haben Karbidlampen und geht ja alles wunderbar mit den Kerzen, das kann man ja auch machen. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis praktisch dieser Punkt überschritten war. Das hat also mit diesen drei Punkten zu tun, mit dem Preis, mit der Akzeptanz und mit der Reife einer Technologie. Aber wir kommen immer wieder an Punkte, an denen die neue Technologie besser und günstiger wird, als die Art, wie wir das vorher gemacht haben. Also, dass elektrischer Strom günstiger ist, als tatsächlich das Petroleum, was wir brauchen, um Petroleumlampen zu machen. Ganz zu schweigen davon, dass es nicht so stand und dass man das anknipsen konnte und nicht erst anzünden musste und alle möglichen Dinge. Und dann kommt diese breite Masse relativ schnell in den Markt nach dem anfänglichen Widerstand. Man kann das ganz gut beschreiben und einige kennen das Experiment, wenn man Popcorn macht, dann kann man zwei Dinge dabei beobachten, nämlich einmal, wie graduelle Entwicklungen laufen, also was ein Trend ist, und man kann herausfinden, was ein Tipping Point ist. Und man kann sogar beweisen, dass man Zukunft berechnen kann. Nun, wie geht das? Ganz einfach. Sie nehmen einen Topf. Also ich meine, wenn wir Popcorn machen, machen wir kein Mikrowellen-Popcorn, oder den wir dann irgendwie im 8 oder 8 der Mikrowelle machen, sondern die gute Art, alte Art und Weise, wir nehmen einen Topf, füllen 0,5 cm hitzebeständiges Öl über den Boden, nehmen eine Handvoll Popcorn-Mais, schmeißen die in den Topf und dann suchen wir den Deckel. Ja, besser ist das, weil man den Staub saugen. Tun ihn auf den Topf und tun ihn auf den Herd und schalten die Herdplatte ab. So. Um das Ganze noch ein bisschen besser zu machen, versammeln wir Familienmitglieder von uns um den Herd herum und sagen, guck mal alle her, wir gucken mal gemeinsam, wie hier Popcorn gemacht wird. Und das Schöne ist, beim Popcorn-Experiment, da können Sie sehr gut feststellen, wer in Ihrer Familie ein gnadenloser Optimist ist, wer zu den Pessimisten zählt und wer das Zeug hat, irgendwann bei Future Matters ein Zukunftsforscher zu werden. Es geht nämlich so, der Herd geht an, die Pfanne oder der Topf wird langsam warm und man kann seine Hand noch zuerst anheben und man spürt den Trend. Also man kann praktisch mit seiner Hand den Trend spüren, er wird nämlich wärmer. Und es gibt ja viele Trendforscher, die sagen, na super, wenn wir einen Trend erkannt haben, das sind die Kings, und die sagen, hey, neuer Trend für den Sommer 2015, ich glaube, wir werden wärmer. Das ist relativ langweilig. Was uns wirklich interessiert, ist der Punkt, an dem der erste Popcorn kommt. Weil da haben wir den ersten Umbruch, oder beziehungsweise den ersten Tipping Point, wie wir das nennen. Nun, Ihre Familienmitglieder teilen sich auch in verschiedene Gruppen. Wie gesagt, da gibt es einige, die fangen schon nach einer Minute an, ganz hibbelig zu werden. Die gucken auf den Topf und sagen, jede Sekunde nur. Das geht sofort los. Ich dachte, ich habe schon was gehört. Aber gleich. Oh, das dauert aber. Oh, es kommt. Und wissen Sie, die sind immer zu früh. Also das sind diese Optimisten, die immer denken, es geht schneller. Ich gehöre übrigens auch dazu, zu dieser Gruppe, die immer denken, es geht eigentlich schneller, als es irgendwie gehen müsste. Und Optimisten sind dann etwas frustriert, weil es dauert viel länger. Optimist sein ist auch nicht einfach.
Nach ungefähr 90 Sekunden, so nach anderthalb Minuten, gibt es eine andere Gruppe, die sich zu Wort meldet, und das sind die signallosen Pessimisten, die nämlich sagen, das wird nichts mehr. Das war vielleicht der Fall für Mais, das war vielleicht kein Popcorn-Mais, der war zu alt oder keine Ahnung, weißt du was, der Film, der beginnt in zwei Minuten, lass uns Chips essen. Also vergiss den Popcorn in den Topf runter. Und die liegen genauso falsch, weil sie den Fehler machen, dass sie denken, nur weil in den letzten 90 Sekunden nichts passiert ist, wird in den nächsten 90 Sekunden auch nichts passieren. Das sind diejenigen, die gesagt haben, ja, wir haben über Elektromobilität schon seit 10 Jahren geredet und sie ist noch nicht da, also ergo kommt sie in den nächsten 10 Jahren auch nicht. Und die liegen genauso falsch. Was braucht man, um Zukunftsforscher zu werden? Eigentlich nur die Neugier zu sagen, kriege ich das raus, wann der Popcorn poppt? Und dann guckt man sich um und sieht, auf dem Wohnzimmertisch liegt noch das iPad. Dann schnappt man sich und dann gibt man bei Google ein Popcorn. Kann man sehen, Google hat einige Sachen, Wikipedia hat auch eine Seite zu Popcorn. Und dann sieht man relativ genau beschrieben, was da eigentlich passiert. Nämlich, dass dieser Popcorn-Mais eigentlich aus 3 Schichten besteht. Also jedes Maiskorn besteht aus 3 Schichten. Dieser gelben Haut, die drumherum ist, die sich dann so ein bisschen löst und nachher zwischen unseren Zahnzwischenräumen da sich irgendwie festsetzt. Dann kommt die erste Stärkeschicht, die von der Hitze des Sommers, von der Sonne ausgetrocknet wurde. Das ist trockene Maisstärke. Und die ist extrem hart. Also wenn man darauf beißt und man hat noch so ein Korn dabei, kann man sich einen Zahn kaputt machen. Extrem harte, getrocknete, ausgetrocknete Maisstärke. Und in der Mitte des Popcorn-Maiskorns ist noch der Keim. Und der Keim, der ist noch feucht, da ist ein bisschen Wasser drin. Die Stärke, die ausgetrocknet ist, hat sogar diese Feuchtigkeit da drin konserviert und der Keim braucht diese Feuchtigkeit, um die Initialzündung zu haben, um daraus eine komplett neue Maispflanze zu machen. Nun, wenn wir in der Schule aufgepasst haben, haben wir irgendwann in Physik gelernt, dass Wasser in 3 verschiedenen Aggregatzuständen vorkommt. Nämlich in fester Form, Eis, also alles unter 0 Grad. Zweiter Aggregatzustand in flüssiger Form, alles zwischen 0 und 100 Grad. Und dann haben wir wieder so ein Tipping Point. Über 100 Grad verwandelt sich Wasser zu Dampf. Und Dampf hat schon wieder ganz andere Aggregatzustände, also ist komprimierbar, was Flüssigkeit nicht ist. Und Dampf hat nun mal diese Eigenschaft, wenn das denn was dem Wasser zu Dampf wird, dann vergrößert sich das Volumen und es entsteht enormer Druck. In dem Maiskorn, an dem Punkt, an dem tatsächlich dieses Wasser zu Dampf wird, entsteht ein enormer Druck. 9,5 Bar entstehen in der Mitte des Maiskorns ein Druck, bevor er platzt. Das ist viel mehr, als in unserem Autoreifen drin ist. Und dieser Druck wird irgendwann so stark, dass die äußere Hülle des Maiskorns, also die trockene Stärke, platzt und praktisch explodiert. Also Sie können sich vorstellen, wie so ein Autoreifen schon mit 2,5 Bar dort explodiert, was mit diesem kleinen Maiskorn mit 9,5 Bar eigentlich passiert. Während dieser Explosion werden diese kleinen Wasserdampfmoleküle in die feuchte Stärkeschicht über und bilden dann diese styroporartige Konsistenz. Das Interessante ist, wenn man jetzt Physiker ist, dann kann man den Punkt, an dem das Wasser anfängt zu kochen, anhand der Masse und der Dicke der Maisstärkeschicht und dem Temperaturkoeffizienten, also der Wärmeleitfähigkeit dieser Schicht vorausberechnen. Genauso wie wir die Dämmung eines Hauses berechnen können, wie viel Styropor, wie viel Wärme abhält. Und wenn man das also ganz genau macht, dann sieht man, wenn dieses Maiskorn in Öl schwimmt und das Öl heiß wird, und das normal erhitzt wird, also mit einer Geschwindigkeit, wie das ein Herd macht, dann wird der erste Maiskorn bei einer Temperatur zwischen 163 und 168 Grad Celsius, darum brauchen wir jetzt ein ständiges Öl, poppen. Das heißt, wenn wir dieses Wissen haben über Wasser, über den Keim, über den Aufbau eines Maiskorns, der ja eigentlich da ist und wir in der Schule aufgepasst haben, dann können wir Zukunftsforschung betreiben. Denn wir können, wenn wir ein Thermometer haben, vorausgerechnet, wann der erste Popcorn kommt. Also wir können in einigen Bereichen Zukunftsforschung machen. Popcorn geht es. Wir können nicht sagen, wie der nächste bekannte Präsident wird oder wie der Dollar steht im Jahre 2020. Aber Popcorn können wir sagen, poppt zwischen 163 und 167 Grad. Das Interessante ist, wenn diese Schwelle überschritten wird, das heißt, dass wir diese 163 Grad Öltemperatur erreicht haben,
dann haben wir es nicht mit einem linearen Trend zu tun, dass wir sagen, okay, dann poppt der erste Popcorn und poppt und dann dauert es wieder 90 Sekunden, dann kommt der zweite, sondern dann haben wir es mit einer exponentiellen Funktion zu tun. Denn das macht Pop, 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 Pop. Und dann innerhalb von 10 Sekunden füllt sich der gesamte Topf und hebt sogar den Deckel auf. Das heißt also, sobald wir diese Schwelle überschritten haben, an der es losgeht, ist das Ganze nicht mehr zu stoppen. Und wenn wir uns Revolutionen oder technische Revolutionen in den letzten 10, 100, in den letzten 1000 Jahren angucken in der Industriegeschichte, so müssen wir feststellen, das hat immer wieder stattgefunden. Der Übergang von Analogtechnologie oder analog, ja, zum Beispiel analoger Musik oder analoger Fotografie hin zu digitaler, der hat lange gebraucht, bis er eine Schwelle erreicht hat. Und als er eine gewisse Schwelle erreicht hat, ging das unglaublich schnell. Kodak ist pleite gegangen an genau diesem Phänomen, weil bis zum Jahre 2002 war es für jeden Menschen viel billiger, sich eine Analogbildkamera und Kodak Color Gold 36 Bild Rollfilm 35 mm zu kaufen, den einzufädeln, drei Bilder zu machen, bis dann praktisch der unbelichtete Film da war und dann bei jedem Foto nachzudenken, mache ich das Foto oder nicht. Übrigens, da kann man das ganz gut Generationsstudien machen. Wir alle, glaube ich, ist noch wenige hier im Raum, sind ja in der analogen Welt aufgewachsen. Ich merke immer, wie groß der Gap ist. Meine Tochter ist 14 und ich bin immer noch so geprägt, dass ich dann, wenn ich dann im Urlaub bin oder irgendwas nehme, dann nehme ich mein iPhone und nehme das hoch und gucke und nehme es wieder runter. Was sagt meine Tochter? Papa, was machst du da? Also, wenn ich ungläubig sage, ich, ja, nee, ist doch nicht so schön. Drück drauf! Das iPhone hat. Und ich sage immer so, warum machst du das? Und sie sagt, warum machst du das nicht? Und dann muss ich ihr erklären, weißt du, damals war das so, dass wenn man ein Bild machte, man ein 36. eines Films, der 15,90 Mark kostete, damit ausgelöst hat und da kamen auch Folgekosten, nämlich die Filmentwicklung und Wegkriegen und Fotoabzüge und negative Sammeln und so weiter. Und sie guckt mich an, als ob ich tatsächlich aus meinem Jahrhundert komme, was ich ja tue. Das ist 2001. Dieser Tipping Point von Analogfotografie zu Digitalfotografie hat nur zwei Wochen, ich glaube schon vier Jahre, von einem Markt, der 80% Analogbilder war, zu einem Markt, der 80% Digitalbilder war. Vier Jahre. Und das geht so schnell, es sind 200 kurze Wochen. Diejenigen, die unsere Forschung nicht kennen, werden sich fragen, warum spricht der immer von Wochen? Wissen Sie, das ist das Wahnsinnige an unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der unglaublich viele Veränderungen kommen und trotzdem wir ein Problem haben, Zeiträume richtig einzuschätzen. Wenn man Menschen auf der Straße fragt, sind 10 Jahre eine kurze oder eine lange Zeit, dann kommt es immer darauf an, in welche Richtung zu schauen. Denn wenn man Menschen sagt, 2005 bis 2015, hat das jetzt lange gedauert oder ging das relativ schnell? Und je älter wir werden, desto häufiger hören wir die Antwort, meine Güte, 2000 Kinder sind groß geworden und das, was ich mitbekommen habe, viele von den Dingen, die man damals machen wollte, haben wir immer noch nicht geschafft. Die meisten Leute sagen, die Zeit geht wie im Flug. So schnell, kurze Zeit, 10 Jahre, ja, das ging vorbei wie nichts. Wenn man Menschen fragt, okay, wie sieht unsere Mobilität im Jahre 2025 aus? Haben wir noch Verbrenner? Werden die Autos selber fahren? Wie sieht ein Arbeitsplatz aus? Wie verändern sich unsere Werte? Welche Anforderungen werden unsere Kinder an gewisse Dinge stellen? Dann höre ich immer eine ganz andere Antwort und die sagt, Herr Thun, 2025 ist pure Science Fiction, das ist ja so enorm weit weg. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das vierte Quartal 2015 zu Ende geht. So ist die Perspektive der Banker. Oder in 12 Wochen oder in 11 Wochen ist von Weihnachten. Das ist erstaunlich, nicht? Also in 11 Wochen Weihnachten, unglaublich. Dann kommt Silvester und dann machen wir gute Vorsätze für 2016, was wir da alles ändern wollen in unserem Leben. Und dann so in der ersten, zweiten Januarwoche werden da schon viele von wieder gesprochen. Kaum jemand von uns hat diesen Plan, was in den nächsten 10 Jahren passiert ist. Dann haben wir heute wieder Freitag. Freitagnachmittag, Freitagabend eigentlich schon. Und so eine Arbeitswoche, die geht unglaublich schnell vorbei. Ich merke das immer an so einem gewissen Stapel, den ich immer vor mir her schiebe. Ich habe so einen Stapel von unerledigten Dingen, die ich gerne mal machen möchte, wenn ich dann ein bisschen mehr Zeit hätte. Bei mir heißt dieser Stapel von Dingen mein To-Do-When-Time-Stapel. Das ist der Stapel, um den ich mich noch kümmern würde, wenn ich alles andere fertig habe. Also keine E-Mails mehr beantworten muss, keine Rückrufe mehr habe,
keine Reisekostenabrechnung mehr mache, die Steuererklärung gemacht ist, ich hier noch Zeit mit meinen Kindern verbracht habe. Also all diese ganzen Geschichten, und Sie können sich vorstellen, dass der Stapel, der wäre fast nie gewesen, obwohl da die wichtigen Dinge drin sind. Und das Schlimme ist, wenn wir an einem Freitag, so wie heute, nur 520 Mal das Gefühl haben, dass die Woche schon wieder vorbei ist und wir kaum was davon geschafft haben, durch die Zukunft zu gestalten, dann sind wir schon im vierten Quartal 2025. In dieser Zeit verändert sich das wirklich enorm. Und wenn ich Sie alleine frage, überlegen wir doch mal, noch nicht mal 10 Jahre hin, 9 Jahre hin, wissen Sie noch, was im Sommer 2006 hier los war in Deutschland? Weltmeisterschaft im eigenen Land, die Welt zu Gast in Deutschland, meine Güte, Jürgen Klinsmann als Head Coach, Jogi Löw als Assistenzcoach und Franz Beckenbauer mit seinem Hubschrauber, der von Stadion zu Stadion flog und jedes Spiel machte. Wir das erste Mal in Deutschland fahren an den Antennen und an den Balkonen, Public Viewing im Biergarten oder draußen, was war das für eine Zeit? Wir erinnern uns wirklich wahnsinnig daran. Das kann man sich, also, ich meine, das ist wie gestern gewesen, ne? Diese Stimmung und alles. Wenn ich Sie jetzt frage, was war die meistgenutzte App, die Menschen während der WM 2006 genutzt haben? War das die von ARD und ZDF, wo man guckte, auf welchen Programmen heute die Spiele übertragen werden, damit man beim Beamer schon einrichten konnte? Oder waren das Panini-Sammelbilder, die man dort machen konnte? Oder die aktuelle Tabelle auf Kicker? Wissen Sie es noch? Es gab keine. Genau. Es war nämlich ein Jahr später, dass Steve Jobs auf einer Bühne stand in San Francisco, ein Gerät aus der Tasche zog und sagte, we call it the iPhone. Und wenn man während der WM 2006 beim dritten Bier jemanden gesagt hätte, übrigens, es wird irgendwann mal ein Telefon geben, das hatte nur eine einzige Taste. Eine. Und man kann das mit den Fingern nur bedienen, indem man praktisch Bilder so klein und groß macht, mit so einem Pinch, wie man das nennt, also ein bisschen kneifen. Dann hätten wir gesagt, du hattest mit dir zu viel. Das kann überhaupt nicht sagen. Nokia hat darüber gelacht, hat gesagt, niemand will das iPhone kaufen, weil ein Computer braucht doch niemand, wir wollen ja nur telefonieren. Nokia hat sehr kurz gedacht und ist mittlerweile in der Abwicklung durch Microsoft, die die komplette Macht übernommen hat, eigentlich kaum mehr existent. Das hat auch viel mit der Mobilität zu tun, wie wir heute sehen, denn diese Digitalisierung, die wir im Moment feststellen, hat etwas zu tun. Aber heute sprechen wir in erster Linie über Energie und über Mobilität. Wo wir jetzt stehen, ist ein weiterer Tipping Point und wir sehen das Ende des fossilen Zeitalters. Nicht mehr und nicht weniger. Das Ende des fossilen Zeitalters. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, das fossile Zeitalter, das war eine Episode in der Menschheitsgeschichte, die war notwendig, so komisch es klingt, sie war notwendig, aber sie ist endlich. Was ist passiert? Vor ungefähr 200 Jahren gab es eine Erfindung, die eine Revolution ausgelöst hat, nämlich die Dampfmaschine von James Watt. Es gab noch ein paar andere Erfinder, die damit gearbeitet haben, aber James Watt ist der bekannteste. Und das war so Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1810, 1820, hat er die erste Maschine gebaut. Die erste Maschine war nur dazu konstruiert, um Frischluft in Stollen zu pumpen, weil die Arbeiter, je tiefer sie in den Berg kamen, praktisch immer langsamer arbeiten konnten, weil der Sauerstoff gehabt hat, der gab. Und er hat also eine Maschine gemacht, die man befeuern konnte mit Kohle. Sie hatte einen Wirkungsgrad von 0,3%. Also man musste mehr oder weniger ganz schön viel Kohle da rein tun, um ein bisschen Blasebalgleistung rauszubekommen. Aber immerhin, man konnte Luft in den Schacht pumpen, damit die Leute noch mehr Kohle rausholen. Das war der Beginn der Industrialisierung. Die erste Maschine, die in der Lage war, mehr Kraft zu erzeugen als der Muskel eines Menschen und der Muskel eines Pferdes. Das war damals die Krafteinheit. Pferd. Darum haben wir dann als Krafteinheit auch ganz schnell PS genommen, weil wir sagten, das ist eben ein Mehrfaches dessen, was ein Pferd leisten kann, und dann hatte die Maschine eben 5 PS oder 10 PS oder 100 PS, also 100 Pferdestärken. Und vorher hatten wir als Kraftquelle in erster Linie die Muskeln von Menschen und Tieren. Wir hatten noch Esel noch mit dabei, wir hatten ein bisschen Windenergie, also in Holland und in Norddeutschland, die Müller, damit ihre Marschleine gemacht haben, wo Wasser floss, hatten wir auch Wasserkraft. Aber alles in sehr, sehr kleinem Maße. Das Tolle mit der Dampfmaschine war, dass wir so viel Kraft erzeugen konnten, dass wir auf einmal diese Industrialisierung machen konnten und sagten, ja, wir können jetzt Dinge herstellen in einer Geschwindigkeit und mit einem Aufwand, der viel geringer ist, als wir das vorher machten. Und selbst in der Landwirtschaft war es so, dass wir jetzt 90% der Menschen, die vorher, Sie müssen sich vorstellen, vor 200 Jahren, hatten die Leute um diese Jahreszeit richtig Stress.
Denn sie wussten, so langsam wird es kälter und der Winter kommt. Und die Hauptaufgabe des Lebens, die meisten Stunden des hellen Tages, drehten sich darum, genügend Vorräte zu sammeln, um den kalten Winter zu überleben und nicht zu verhungern. Und 90% der Menschen lebten und arbeiteten in der Landwirtschaft. Dann kamen diese Maschinen und dann kamen wir mit Traktoren. Wir konnten Eisenbahnen bauen und konnten die Güter, die wir produzierten, nicht einfach nur im Dorf oder im Nachbardorf verkaufen, dort wo wir mit dem Pferd oder Esel oder mit dem Handkarren hingekommen sind, sondern über weite Distanzen. Wir konnten große Felder bauen und die viel besser bestellen und wir konnten Fabriken bauen. Die Arbeit änderte sich ganz toll. Wir hatten nur ein Problem. Diese Dampfmaschine war extrem energiehungrig. Und obwohl wir bis vor 200 Jahren fast überall Kreislaufwirtschaften hatten, wir haben nämlich meistens mit Holz gearbeitet, ganz wenig mit Torf oben im Norden noch da, wo es eben war, aber wir haben ganz, ganz wenige fossile Brennstoffe verbrannt. Das meiste war nachwachsend Holz. Holz hat nur ein Problem, Holz muss man vorher trocknen, bevor man es richtig verbrennen kann, weil da sind Restfeuchte drin, das muss man spalten und es ist nicht sehr kohlenstoffhaltig. Wir brauchten also kohlenstoffhaltigere Energieträger. Grub ein bisschen in die Erde, kam ein bisschen tiefer als ein Torf und sagte, oh, Braunkohle, super, brennt noch besser. Und dann kam es, haben wir Steinkohle gesehen, später haben wir Gas und haben wir Öl entdeckt, aber vorher waren das eigentlich Dinge, die wir gar nicht brauchen. Und diese Maschine wurde dann weiterentwickelt von Nikolaus Otto und Rudolf Diesel, denn die Dampfmaschine, die war schon eine ganz tolle Maschine, aber es war ein Wasserkocher, nicht? Also wir mussten Wasser kochen und den Dampf erzeugen und dann in den Zylinder leiten und den runterdrücken, damit die Pleuelstange auf die Kurbelwelle Energie erzeugte. Und die einzige große Erfindung von Otto und Diesel war, dass sie sagten, warum müssen wir den Druck eigentlich im Kessel erzeugen, können wir es nicht direkt im Zylinder machen. Also mehr war es nicht. Also das ist eigentlich immer noch das gleiche Prinzip, ein Kolben, eine Kurbelwelle. So. Also hat man gesehen, mit gewissen Kraftstoffen kann man eine Explosion in einem Zylinder erzeugen, die genügend Kraft erzeugt, um diesen nach unten zu stoßen, mit einer Welle so zu verbinden, dass man nur pro alle vier Takte einen Krafttakt braucht und die anderen noch überbrücken konnte. Das Problem ist, fossile Brennstoffe, die sind in erster Linie gut dafür, Wärme zu erzeugen, weil die inhärente Energie, die in einer Tonne Kohle oder in einem Liter Öl oder in einem Kubikmeter Gas gespeichert ist, das ist letztendlich Verbrennungsenergie, Wärmeenergie. Das kann man sogar recht genau beziffern. Also wenn Sie einen Liter Diesel nehmen, dann haben Sie da so roundabout, also jetzt muss man den Müll mal genau angucken, aber ungefähr 10 Kilowattstunden an thermischer Energie. Das heißt, wenn Sie einen Liter Diesel nehmen oder einen Liter Benzin nehmen und Sie zünden den an, dann macht es Puff. Und die Wärme, die bei diesem Puff entsteht, obwohl ein Liter, das ist richtig viel, also das wird eine riesen Stichflamme hier in Hollywood, das sind ungefähr 10 Kilowattstunden thermische Energie. So viel Wärme wie ein 1000 Watt Föhn oder ein 1000 Watt Heizwärmer in 10 Stunden produzieren könnte. Das können Sie mit einer so einer Explosion machen. Aber in den meisten Fällen brauchen wir gar nicht die Wärme, wenn wir nicht unsere Sachen heizen, sondern wir wollen ja eigentlich mit unserem Auto fahren. Wir brauchen also eine kinetische Energie. Und da ist schon mal das erste Riesenproblem. Denn wenn wir Wärme in Bewegung umwandeln wollen, brauchen wir Maschinen wie eben den Ottomotor oder den Dieselmotor, wo wir die Primärenergie Wärme, die Explosion ist zum Beispiel Wärme und Druck, umwandeln in eine Drehbewegung. Und dabei verlieren wir enorm viel Energie. Wir verschwenden unglaublich viel Energie. Wir verschwenden das von einer knappen Ressource. Und das ist das Dilemma, was wir im Moment tatsächlich haben. Denn was machen wir? Wir zünden ein Benzin- oder ein Diesel-Luftgemisch in diesem Kolben, müssen das hinterher noch, also im Zylinder, also über dem Kolben, müssen das hinterher noch abgasreinigen, müssen das irgendwie hinkriegen. Wir müssen das sehr, sehr schwierig erstmal bearbeiten, das herzukriegen, also halt um die Erde transportieren, gucken, dass wir die Ozeane wieder trocken kriegen. 9% des weltweiten Erdöls für Militär ausgeben, damit wir diese Sachen auch schützen können, damit wir das auch kriegen. Und das Militär braucht übrigens 9% des gesamten Erdöls, was wir fördern. Relativ schwierige Geschichte. Und dann kommt es irgendwann an, wir zünden das und wir kriegen ungefähr einen Wirkungsgrad von 15% hin. Also wenn Sie jetzt einfach mal so sehen, was kriegen Sie wirklich aus diesem Öl oder aus dem Diesel und dem Benzin raus in Form von Bewegungsenergie, was Sie eigentlich haben wollen.
haben wir so durchschnittliche Wirkungsgrade von 15%. Das ist so der Durchschnittsverbrauch eines effizienten Autos, was wir heute haben. Naja, und da gibt es Leute, die sagen, das ist super. Das ist Blue Efficiency. Das ist Green Diesel, das ist super. 15%, tolle Geschichte. Und wir glauben das. Also die machen damit Werbung und es gibt sogar Politiker, die sagen, das ist hocheffiziente Technologie, hocheffizient. 15% Wirkungsgrad. Stellen Sie sich mal vor, jetzt am kommenden Wochenende ist ja noch schönes Wetter, sagen Sie, oh, letztes Mal richtig den Grill anschmeißen, Sie laden zwei gute Freunde ein und sagen, so, ihr kommt, wir grillen. Und Ihr Besuch kommt und bringt Ihnen als Gastgeschenk eine richtig gute Flasche Wein mit. Sie sind richtig tief in Ihren Weinkeller reingegangen, haben geguckt, was Sie da so haben. Und Sie lieben Wein und finden das toll. Und der Besuch kommt zu Ihnen mit dem Gastgeschenk und sagt, so, vielen Dank für die Einladung. Guck mal, was wir hier gefunden haben. Das ist unsere letzte Flasche. Castello Banfi Sumus, Jahrgang 2010. Knappe Ressource, weil es gibt nur 650 Flaschen von dem Zeug. Wenn die getrunken sind, sind sie weg. Die kommen auch nicht wieder. Genauso wie mit jedem Liter Erdöl. Das war auch die Erdöl. Und sie sagen, oh super, den wollte ich immer mal trinken. Wir trinken heute gemeinsam, oder? Und sie entkorken die Flasche, riechen am Kork. Perfekt, kein Kork. Jetzt gehen sie zum Ausguss in der Küche. Und sie gießen 85% dieser Flasche in den Ausguss. Was meinen Sie, wie Ihr Besuch sie anguckt? Mit so großen Augen, dass sie sagen, spinnst du eigentlich? Das ist eine knappe Ressource, das war unsere letzte Flasche, die kriegt man doch nicht so einfach, ne? Du kannst sie doch nicht einfach so verschwenden. Und sie sagen, Blue Efficiency, wir können immer noch 15%. Jedes Auto, was in die Straße runterfährt, jedes, was auf der Autobahn hier im Stau steht, auf der A96 Richtung München, jeder Renner, der da drin steht, macht genau das. Und unsere Kinder werden uns in 10 Jahren den Kopf dafür abreißen. Die werden uns für die Frage stellen und sagen, sag mal, wusstet ihr das wirklich nicht? Jede Generation hat ihre Eltern und Großeltern Fragen gestellt über ihre Verantwortung in der Zeit, in der sie gelebt haben. Über ihre Handlungen, über ihre Weitsicht. Und unsere Kinder werden uns in 10 oder 20 Jahren fragen, sag mal, habt ihr den Klimabericht nicht gelesen? Habt ihr den 1600 Wissenschaftlern, die jeden Tag an Klimawandel forschen, im IPCC, nicht geglaubt? Wart ihr so naiv zu glauben, dass wirklich Blue Efficiency bedeutet, dass ihr effiziente Fahrzeuge macht? Wusstet ihr nicht, dass jedes Kilogramm Öl, das wir verbrennen, 2,3 Kilogramm CO2 freisetzt in die Atmosphäre. Wusstet ihr nicht, dass im Jahre 2015 in nur einem Jahr so viel CO2 in die Atmosphäre geblasen wird, wie in 1 Million Jahren in der Entstehungsgeschichte der fossilen Brennstoffe aus der Atmosphäre herausgezogen wurden? Wir leben in einem recht geschlossenen System. Ja? Wir hatten Kohlenstoff in der Atmosphäre, wir hatten verschiedene Phasen, Warmphasen, Kältephasen, Eiszeiten, wir hatten Zeiten, da waren hier Urwald, waren Farne, waren Dinosaurier da draußen, die sind dann irgendwann abgestorben, gab es eine Kälteperiode, dann wurden sie irgendwann von der Endmoräne überrollt, wurden mit Kohle zu Kohle oder Erdöl oder Gas und die lagerten unter der Erde für Millionen von Jahren als abgeschlossene Einheit, CO2-Einheiten, die der Atmosphäre irgendwann entzogen wurden und ein Klima ermöglichen, das wir heute eigentlich ganz angenehm. Nun schaffen wir das in einem einzigen Jahr. Im Jahr 2015 verbrennen wir so viele Kohlenstoffe, wie in 1 Million Jahren eingelagert wurden. Und unsere Kinder werden uns fragen, sagen, habt ihr gedacht, das ist okay? Klimaskeptiker sagen, wir machen nichts. Wie groß ist denn die Atmosphäre, die wir haben? Kennen Sie dieses Bild von der Erde im Weltraum? Das erste Bild, was mehr oder weniger die gesamte Welt gesehen hat, übrigens aufgenommen von Apollo 8. Die ist noch nicht auf dem Mond gelandet, die ist hinten rumgeflogen, haben das erste Mal die Rückseite des Mondes gesehen und dann hat sie auf dem Rückflug, als sie hinter dem Mond wieder hervorkam, mit einer Hasselblatt-Kamera, damals noch auf Film, ein Bild gemacht von diesem blauen Planeten in der Schwärze des Weltalls. Hochauflösend, also Film, das war also richtig eine gute Geschichte. Man kann dieses Foto, weil es Public Domain ist, weil die NASA diese Fotos freigeben muss, die kann man runterladen und sie als Bildschirmschoner auf seinem Bildschirm machen.
sieht man diese wunderbare blaue Erde, die unser Zuhause ist, unser Heimatplanet. Und wenn Sie einen hochauflösenden Bildschirm haben, dann werden Sie es vielleicht schaffen, zu sehen, wie dünn oder dick die Atmosphäre ist. Das sind nämlich nur 2 Pixel. Das ist so dünn im Vergleich zur Erde, dass Sie sie kaum erkennen können. Um genau zu sagen, Sie erinnern sich, Felix Baumgartner ist da oben von der Ecke der Atmosphäre runtergesprungen und mit Fallschirmöffnung und so weiter, hat nicht lange gedauert. Wenn wir hier in Fürstenfeldbruck, wo sind wir hier auf einer Höhe, ungefähr 400 Meter, 500 Meter, wie viel, 600? 550. 7,5 Kilometer können Sie nach oben, da können Sie noch einigermaßen atmen, danach wird es dann Messner-Territory, da können Sie dann nicht mehr ohne Sauerstoff atmen. Atmosphäre, wir machen es mal einfach, geht ungefähr 20 Kilometer hoch, aber atmen kann man nur bis 8 Kilometer, sagen wir mal die normale Atmosphäre, und dann beginnt diese Troposphäre, Stratosphäre. Troposphäre endet 20 Kilometer über uns. Das ist fast von hier, von dem Boden aus, 20.000 Meter nach oben, das ist es, mehr haben wir nicht. Das ist die Atmosphäre. Und wir haben keinen Austausch mit dem Weltall. Das heißt, da kommt nichts Neues rein oder raus. Wenn die Erdanziehung auch nur für 5 Sekunden aufhören würde, dann würde sich wahrscheinlich diese Atmosphäre ins Weltall diffundieren, weil keine Anziehungskraft mehr da ist und wir werden innerhalb von 90 Sekunden erstickt. Und wir leisten uns trotzdem den Wahnsinn, dass wir sagen, okay, diese 20.000 Meter, diese 20 Kilometer nach oben, da können wir so viel Kohlenstoff reinblasen wie in 1 Million Jahren, der in den Hochzeiten entzogen werden. Das wird schon nichts machen. Wir haben kein Backup. Wir haben keine zweite Atmosphäre irgendwo abgefüllte Flaschen, die wir dann irgendwie wieder nehmen können oder irgendetwas, sondern wir müssen uns dann abgeben, dass wir das können. Nun kommen wir an einen Punkt, wo wir über Energie reden. Wir haben derzeit diesen Punkt, dass wir 87% der Primärenergie, die wir auf der Welt im Moment einsetzen, immer noch mit fossilen Brennstoffen bestreiten. 87% der von Menschen genutzten Energie ist noch auf fossiler Basis. Und das ist ein ziemlicher Wahnsinn. Aber jetzt kippt es. Wir haben in Deutschland damit angefangen. Und in Deutschland, ich bin unglaublich stolz darauf, dass wir diese Energiewende gewagt haben, dass wir viele Widerstände zum Trotz diese Dinge gemacht haben, dass nachher sogar konservative Parteien gesagt haben, regenerative Energien, das ist eine förderungswürdige Geschichte. Und wir machen jetzt einfach mal, in welches andere Land so könnte das bringen. Wir fingen an mit dem IEG und haben Solar und Wind gefördert und haben mittlerweile eine installierte Basis von Solarenergie von fast 40 Gigawatt. Wenn die Sonne scheint, haben wir also 40 Atomkraftwerke Leistung in Form von Sonne. Wir haben an Wind ungefähr so die Hälfte, so 18 Gigawatt mit noch großen Perspektiven, die nach vorne gehen. Wir haben an sonnigen und windigen Tagen zu viel Strom, dass wir anfangen, das wirklich zu Nullpreisen an der Leipziger Börse zu verkaufen. Und die europäischen Nachbarn sich damit gerne bedienen, wenn wir davon zu viel haben. Aber wir haben etwas damit angestoßen, einen weiteren Tipping Point. Denn wir kommen jetzt noch, bevor dieses Jahrzehnt zu Ende ist, also vor dem Jahr 2020, an den Punkt, dass fast überall auf der Welt die Erzeugung von einem Kilowatt, von einer Kilowattstunde, also von einer Einheit Energie, dass das günstiger zu machen ist mit regenerativen Energien, das heißt mit der Sonne, mit dem Wind, Zeiten oder Geothermie, aber eigentlich Sonne und Wind hauptsächlich alles mit fossilen Brennstoffen. Das hätte niemand geglaubt und es gibt heute noch viele, die sagen, niemals, das kann nicht sein, dass sie verrechnet. Ja, das Gute ist, wir haben ja Wikipedia. Also wenn Sie mal Zeit haben, dann gucken Sie mal rein und gucken sich mal an, tippen Sie mal ein Kohlekraftwerk. Und Kohlekraftwerk, dann sehen Sie, aha, so funktioniert das Thema und dann Kosten. Also ungefähr Punkt 3.4 unten sehen Sie Kosten. Kohlekraftwerk zu bauen, kostet ungefähr 3.500 Euro pro kW. Also dann müssen Sie mal rechnen, wie viel kann das leisten, also wie viel Kilowatt oder Megawatt soll es leisten. Sie können so über den Daumen peilen, wenn Sie ein Megawatt-Kraftwerk bauen, dann nehmen Sie so 3,5 Milliarden aus. Also 3.500 Euro pro kW. Haben Sie aber noch keine Tonne Kohle gekauft, noch keine CO2-Zertifikate und noch nicht die Leute beschäftigt, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche in diesem Gerät arbeiten müssen, mit Sicherheitskräften und mit Zulieferern und mit Betriebssachen und so weiter. Wenn Sie eine Solaranlage bauen, dann zahlen Sie derzeit so ungefähr 1.000 Euro pro Kilowattstunde.
Und zwar installiert auf dem Dach oder auf der Freifläche. 3500 Kohlekraftwerk, noch keine Kohle, noch keine CO2-Zertifikate, noch keine Mitarbeiter bezahlt. Solarkraftwerk 1000. Keine Brennstoffe, keine Mitarbeiter, keine CO2-Zertifikate. Das fällt jetzt sogar einer E.ON auf, das fällt sogar einer RWE auf, das fällt sogar einer BMW auf. Und nicht nur hier in Deutschland, sondern Sie können sich nicht vorstellen, was an Zubau im Moment passiert. China baut seit 2014 mehr regenerative Kapazität zu als thermische Kapazität. Wo wir immer dachten, oh, China mit ihren Braunkohlekraftwerken und so weiter. Nein, größte Installateure dieses Jahr fast 40 Gigawatt in einem Jahr. Amerika hat den Punkt gefunden, bauen dieses Jahr über 20 Gigawatt in einem Jahr an Solar dazu. Da gibt es eine andere Firma von Elon Musk, SolarCity. Die installiert alle, ja, also vom halben Jahr waren es alle 3 Minuten eine Solaranlage. Das müssen mittlerweile alle 2 sein, weil sie verdoppelt ihr Geschäft von Jahr zu Jahr. Wissen Sie, was rauskommt? Das 10-mal verdoppelt. Kennen Sie, ne? Dieses Reiskorn auf dem Schachbrett. Ne? A1 ist 1. A2, nein, Moment, ja, A2. 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Sie kriegen 1024 mal so viel, wenn Sie 10 mal was verdoppeln. Sie können übrigens die Anzahl von Reiskörnern nicht bis zu denen verdoppeln, so viel Reis gibt es nicht. Wenn SolarCity sich in den nächsten 5 Jahren, wenn Sie in den nächsten 5 Jahren genauso wachsen wie in den letzten 5, nämlich jedes Jahr verdoppeln, werden Sie im Jahre 2022 der größte Energieversorger der Vereinigten Staaten sein. Nicht mit einigen wenigen Kraftwerken, sondern mit ungefähr 6 Millionen verteilten Kraftwerken, die Sie steuern können, die Sie kontrollieren können und denen Sie vielleicht noch Batterien einsetzen, um den Regelmarkt auch anbieten zu wollen. Nur mal so eine kleine Geschichte am Rande. Wir kommen also an den Punkt, an dem es selbst für Energieversorger sinnvoller ist, regenerative Energiequellen zu nutzen, wenn wir es schaffen, das Smart Grid und die Speicherthematik praktisch mitzulösen. Aber von der reinen Erzeugung heute sind wir schon an dem Punkt, an dem es tatsächlich billiger ist. Und das führt uns zu einer ganz wichtigen Veränderung, die wir derzeit eben sehen. Die Oligopole, die wenigen Mächtigen, die heute noch die Preise für Öl kontrollieren, beziehungsweise bis vor ungefähr einem Jahr versucht haben, die Preise für Öl einigermaßen zu kontrollieren, bis dann einige Newcomer versucht haben zu fracken und mehr oder weniger die Hälfte oder ein Drittel der USA Grundwasser zu verseuchen, wo sich die nächsten Generationen noch wunderbar sehen. Übrigens, so ein Fracking, eine Fracking-Technologie ist unglaublich nachhaltig. 90 Tage lang liefert ein Fracking-Feld so richtig schön viel Kohle oder Gas, dann nimmt es enorm ab und nach 2 Jahren ist es praktisch wertlos. In der Zeit pumpen sie so viele Chemikalien in den Boden, dass es für die nächsten 200 Jahre Minimum die Grundwasserfilterschichten nicht mehr nutzbar macht. In Kalifornien sind wir mittlerweile in einigen Landstrichen auf einem Grundwasserspiegel bei ungefähr 180 Metern Tiefe. Das ist die letzte wasserführende Schicht, wenn die näher gepumpt ist, war es das. Und Kalifornien als Agrarland nämlich nebenbei trocknet total aus. Es führt aber auch zu anderen Dingen. Texas baut keine thermische Kraftwerke. Nicht mehr. Warum nicht? Nicht, weil sie jetzt auf einmal gegen Kohle oder Öl oder irgendwie etwas wären, sondern weil sie kein Kühlwasser mehr haben. Der Colorado River, der nach Texas reinfließt, hat so wenig Wasser, dass sie es sich nicht mehr leisten können, den Rest auch noch für Kühlwasser einzunehmen. Also machen sie Solar und Wind. Das gleiche in New Mexico, das gleiche in Kalifornien. Aber das Schöne ist, jetzt brechen diese Oligopole auf. Wir sehen eine Demokratisierung der Energie. Auf einmal kann jeder sein eigener Scheich werden. Mit einem Dach, das eine Südausrichtung hat. Sogar hier in Fürstenfeldbruck oder wo, egal wo wir sind, wir machen unsere eigene Energie. Natürlich gefällt das den großen und mächtigen Konzernen nicht, die bislang sich das wunderschön aufgeteilt haben, wie die Energie funktioniert. Es gefällt sogar den Rüstungsfirmen nicht, weil wir keine Kriege mehr führen müssen, wenn wir unsere eigene Energie auf dem eigenen Dach machen. Wissen Sie vielleicht, dass der Nachbar sagt, da spiegelt sich irgendwas mal irgendwie von der Solarzelle, wenn die Sonne komisch einführt. Aber das ist was anderes. Wir dezentralisieren die Stromversorgung, wir machen die Energie dort, wo wir sie brauchen. Und wir machen sie sauber, wir machen sie in einem Schwarm. Also das heißt, wir machen sehr, sehr viele Einheiten.
Und das Wahnsinnige ist, die primäre Energie, die wir mit Erneuerbaren erzeugen, ist schon die Energie, die wir brauchen. Denn wir machen Strom. Wir holen nicht einen Liter Erdöl oder ein Kilo Kohle aus der Erde oder einen Kubikmeter Gas, die wir dann erst verbrennen müssen und dann müssen wir sehen, dass wir die Wärme in Bewegung umsetzen müssen und dann die 15% Umsetzung, 15% Wirkungsgrad haben und 85% einfach in Form von Wärme verschwenden. Nein, wir machen Strom, dass wir zu 90% die Bewegungsenergie umsetzen können, wenn wir das zum Beispiel brauchen in einem Elektroauto. Und das ist eine ganz andere Kiste. Die Effizienz ist enorm. 20 Kilowattstunden und damit 100 Kilometer weit kommen, machen Sie das mal mit 2 Litern Diesel bei den Fahrleistungen, die ein Elektroauto hat. Und die letzten Zweifler, die was dagegen haben, kommen mit den Argumenten, die ich nicht mehr verstehen kann. Das sind für mich Argumente der Verzweiflung. Ja, die sind jetzt leid. Es fehlt das Geräusch. Ja. Es ist viel schwieriger, etwas leise zu bekommen, als etwas laut zu bekommen, glauben Sie mir. Und wenn wir es wollten, natürlich können wir das laut machen, aber will das tatsächlich wirklich jemand? Wir sind einfach nur so dran gewöhnt, dass wir es brauchen. Menschen haben Angst vor Veränderung. Und jeder Mensch ist da anders gelagert. Ich habe keine Angst vor Technologie, ich habe keine Angst vor Elektromobilität. Ich habe Angst, wenn meine Frau dann irgendwann so in einem Zeitpunkt zu mir kommt: Du Schatz, ich habe mir mal überlegt, wir könnten das Haus mal wieder umbauen, und zwar jetzt, wo das eine Zimmer oben frei geworden ist, könnten wir doch da, und dann fängt sie an, und sagt, ich habe ein Problem, bitte nicht diese Veränderung. Jeder hat Angst vor anderen Dingen, aber wir müssen Leute überzeugen. Wir müssen überzeugen, dass es das Richtige ist, was wir tun. Denn wir müssen unsere Konsequenzen viel weiter aufspannen und verstehen, als nur so kurzfristig zu sagen, ist das zu laut oder zu leise. Hat das eine Emotion, lebt das Teil. Wir gehen mit einer solchen Effizienz da rein, dass wir unsere Energie tatsächlich hier vor Ort machen können, speichern können und verwerten können. Und nun zu den Prognosen. Das einzig Teure an einem Elektroauto ist die Batterie. Das wissen wir alle, die hier im Raum sind. Denn alle anderen Teile sind im Vergleich zu den Dingen viel billiger. Sie brauchen weder eine Abgasreinigungsanlage, noch eine Harnstoffeinspritzung, noch eine Ölwanne, noch einen Ölfilter, noch eine Pleuel, noch Pleuelstangen, noch eine Kurbelwelle. Und eine Software braucht man auch nicht mehr. Software brauchen wir auch nicht mehr, ganz genau. Also man braucht keine Defeat-Devices mehr. Keine Bosch-Tertronik, EDC-17, Steuergeräte, Sie haben vollkommen recht, variable Ventilsteuerung. Und was mühen sich im Moment die klassischen Autohersteller ab, um die letzten Effizienzdinge zu bekommen, also um den Verbrenner von 15 auf 16 auf 17% Effizienz zu bringen, da muss man jetzt den Fahrer sogar mit einspannen, dass man sagt, pass mal auf, der Computer berechnet dir vor, wenn du berg runterfährst, dann lassen wir den kurz ein bisschen segeln, aber dafür musst du das Gas dann praktisch noch vor der Kuppe ein bisschen lupfen, sodass wir dann mit der richtigen Bewegungsenergie segelnd den Berg runterkommen und wir diesen Motor-Schleppdrehmoment für den Moment ausmachen können. Im Moment macht ein großer Autohersteller einen Forschungstrick für 60 Millionen, kostet das, ein Head-Up-Display zu entwickeln, das dem Fahrer sagt, jetzt kannst du Energie sparen, indem du aktiv dein Gas rausnimmst und wir das nehmen können und du die Bremse nicht einsetzen musst. Sie wissen, wenn sie Elektroauto fahren, das ist ein halber Zentimeter, einfach den linken Fuß ein bisschen nach oben nehmen und fertig ist die so, weil sie kriegen die Energie sogar zurück, was sie dort nicht bekommen. Das einzig Teure an einem Elektroauto ist die Batterie. Und jetzt kommen wir an wieder diesen Tipping-Point. Und daran hängt sich unsere gesamte Forschung auf, zu sehen, wann passiert das. Und Sie wissen, ich habe vor 3 Jahren gesagt, 2016. Und es scheint so zu sein, dass es stimmt. Ich wusste nichts von dem VW-Skandal, aber wir sehen, VW wird jetzt, wenn Sie genau nachrechnen, was kostet die Verbrennermobilität pro Auto, werden feststellen, hätten wir das mal lieber elektrisch gebaut, das wäre nicht billiger gekommen. Denn jetzt müssen Sie fast für jeden VW Jetta Diesel, für jeden Golf, für jeden Passat, für jeden Tiguan, der mit diesem tatsächlichen Motor ist, wesentlich mehr bezahlen, als wenn Sie gleich eine Batterie gekauft hätten. Die Batteriepreise fallen derzeit, und das ist relativ einfach zu merken, mit 3x1% alle 4 Wochen. So, muss ich kurz erklären.
aber man kann sich gut merken, 1%, 1%, 1% und das nicht pro Jahr, sondern pro Monat. Heißt, jeden Monat wird im Durchschnitt, und ich rede vom Durchschnitt der letzten 5 Jahre, weil wir beobachten die Preise weltweit sehr genau, im Durchschnitt fällt der Batteriepreis jeden Monat, alle 4 Wochen um 1%. Das sind im Jahr so ungefähr 13-14%, ja, also mit Zinseszinsen und Rechnungen. Und das ist schon enorm. Also 14%, da kommen wir in Sachen rein. Und das ist wesentlich mehr, als die Experten erwartet haben. Die meisten Analysten gehen von 7 oder 8% aus. De facto, wenn sie mit Samsung reden, wenn sie mit Panasonic reden, wenn sie mit LG reden, dann sind es tatsächlich 12-14% pro Jahr, also 1% im Monat. Der Preis im Moment im Großhandel ist ungefähr $260 pro Kilowattstunde. Also wenn Sie große Mengen einkaufen, allerdings haben Sie das Problem, dass die Lieferfristen im Moment zunehmen, so, also alles unter 10 MW, also unter 10 Megawattstunden, da müssen Sie zu Konrad Elektronik gehen und wesentlich mehr zahlen, kriegen Sie nicht direkt die Lieferkontrakte. Müssen Sie schon groß einkaufen, aber wenn Sie groß einkaufen, 10 MW und Brücke 10 Megawattstunden und mehr, dann wird der 260. Gleichzeitig wird die Batterie jeden Monat um 1% besser. Nee, um 2% eigentlich. Also um 1% in der Zyklusstabilität. Das heißt also, auch da haben wir eine Zunahme, wie oft man eine Batterie aufladen und entladen kann, von sogar mehr als der Preis, der 17% pro Jahr haben wir, also Zyklusstabilität Improvements. Sie wissen, Sie können jetzt Batterien 1700, vielleicht sogar 2000 Zyklen machen, wenn Sie Zellen von BYD aus China sehen, über 6000 Zyklen im Alltagsbetrieb, das ist schon ganz ordentlich. Also 1% Preis, 1% Zyklusstabilität und das letzte Prozent alle 4 Wochen ist die Energiedichte. Ist nicht ganz 1%, es sind nur 0,7, aber wir machen es einfach, weil 1% ist einfach 0,7% alle 4 Wochen nimmt die Energiedichte zu. Wir kriegen mehr Energie in die gleiche Masse oder in das gleiche Volumen, also in das gleiche Gewicht oder in das gleiche Volumen.